Alter, ich mag diese Musik. Da bekommt man direkt Lust, jemanden umzubringen. Wieso ist da Schokolade auf der Knarre drauf? Löse ich mich auf? Wir spielen heute der Happy Hills Homicide. Und das Spiel hat ganze 17 MB. Da merkt man, was für ein literalisches Meisterwerk das hier wird. Literalisch? War das ein Wort? Keine Ahnung, ich bin schwarz. Das Spiel ist ganz einfach zu verstehen. Wir sind Jason. Oder jemand, der so aussieht wie Jason. Und was ist die Aufgabe von jemandem, der so aussieht wie der hier? Ihr könnt es euch mit Sicherheit alle schon denken. Ich meine, rein theoretisch verrät es die Musik schon. Wir können uns nach rechts und nach links bewegen. Okay. Die wollten, dass wir direkt am Anfang des Spiels nach hinten gehen. Spooky. Set um die Leiter zu... Ich dachte jetzt wirklich, wir klettern irgendwo hin. Okay, dann nehmen wir anscheinend nur die Leiter mit. Wofür brauchen wir die? Oh, wir können hier rein. Ganz sneaky, keiner bemerkt mich. Das war schon ziemlich laut, aber egal. Keiner bemerkt mich. Ich laufe auch normal schnell im Haus rum und da ist irgendwas. Oh, ich habe ein Messer. Jetzt geht's los. Natürlich muss auch irgendjemand zu Hause sein. Hallo, liebe Tante. Ist jemand zu Hause? Oh, du schläfst vom Fernseher. Set gleich Kill. Du wirst jetzt sehen, was passiert, wenn man bei einem Anime einschläft, du Verdammter! Das ist sogar noch Dragon Ball! Wir haben den Typen fertig gemacht. Tape Nummer 2. Spark of Joy. Okay, ich mag dieses Spiel. Es ist ganz simpel. Ich schätze mal, diesmal wird das Messer nicht einfach so glänzen und wir müssen was rausfinden, ne? Wir müssen nicht wirklich was rausfinden, weil das steht da ganz fett. Set zum Hochkle... Und schon bin ich wieder drin. Oh, du weißt nicht, was dich jetzt erwartet. Aber... Willst du eine Fußmassage? Ich massiere Füße. Ich breche in Häuser ein und massiere Füße. Ich habe noch keine Waffe. Wir brauchen eine Waffe. Das Radio... Wir sollen sie mit dem Radio... Oh, sie ist in der Badewanne. Oh Gott, das wird nicht gut enden. Anstatt dir Justin Bieber anzuhören, solltest du dir vielleicht mal die Nachrichten anhören. Dann wüsstest du, dass hier irgendwo ein Killer unterwegs ist. Und Radios in Bad... Oh ja, du bist tot. Lawn Enforcement? Irgendwas mit einem Rasen? Oh mein Gott, okay, da ist ein Rasenmäher. Bringen wir ihn um mit einem Rasenmäher... Er hat die Schere. Er macht mir Angst. Wie machen wir das am besten? Ich stehe hinter dem Baum. Hier sieht er mich nicht. Was passiert, wenn er mich sieht? Oh, Broder, ich stehe hinter dir. Anscheinend dreht er sich gar nicht um. Das stört ihn gar nicht. Du hast einen netten Popo. Er schreit? Wirklich? Ich meine, ich bin ein Killer, der keine wirkliche Waffe hatte. Du hättest mich so fertig machen können. Wieso kann ich diesen verdammten Rasenmäher nicht nehmen? Oder die Mülltonne? Oh, ich kann in die Richtung ja auch noch weiterlaufen, ich Vollidiot. Ich bin der schlechteste Killer aller Zeiten. Oh, eine Bärenfalle. Ey, das wird langsam krank, oder? Mit einer Bärenfalle? Shit. Oh, wir sollen die da platzieren. So, mein Freund, kann ich selbst reinlaufen? Sag gar nichts, okay? Das war extra. Ich wollte ihm eine Chance geben zum Überleben. Ich bin lieb. Okay, Bärenfalle haben wir. Check, check. So, Bro. Da liegt die Bärenfalle. Ich stehe jetzt einfach ganz gruselig hinter dem Baum. Papa, papa. Du schneidest doch immer irgendwie dieselbe Ecke. Autsch. Das sieht schmerzhaft aus. Kann ich doch sonst... Oh, ich kann seinen Schlüssel nehmen. Oh Gott. Das wird nicht gut enden. Oh nein. Ich will das nicht mit ansehen. Set für Kill. Das war ekelhaft. Tape 4. Der Regen des Feuers. Okay, das hört sich komisch an. Break Window. Wir können das Fenster kaputt machen. Oh, Scheiße. Da sind Hunde drin. Natürlich verkacke ich. Okay, das war nicht die beste Idee. Ich muss das Fenster kaputt machen, wenn es blitzt. Komm schon. Jetzt. Perfekt. Aber hier sind trotzdem noch Hunde drin. Das ist gefährlich, yo. Der Blitz schützt meine...
Yo, das ist ein Hund und der ist gigantisch. Ich bewege mich nur, wenn's blitzt. Ganz langsam. Sehr schön. Wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Der ist riesig. Yo, fress mich nicht. Oh, ich kann nach oben gehen. Perfekt. Und hier hört der Hund mich auch nicht mehr. Aber ich muss ja vielleicht auch hinter den Hund kommen. Oh, wir haben auf jeden Fall Streichhölzer. Wofür auch immer wir die brauchen. Wenn der Blitz einschlägt, gehe ich runter? Oder kann ich noch... Oh, da bist du, mein Freund. Ich weiß aber nicht, was ich mit den Streichhölzern tun soll. Da hinten liegt irgendwas. Lass es blitzen. Ich nehme den Schlüssel. Wofür auch immer ich den brauche. Und ich renne jetzt einfach mal raus. Es ist egal. Ich glaube, wir müssen wieder nach unten gehen. Okay. Können wir an dem Hund vorbei? Oder treten wir auf ihn drauf? Wow! Alles ist gut. Beeil dich, Stiley. Der Hund ist böse. Oder ich bin böse. Ich weiß es gar nicht. Okay, okay. Wir haben Benzin und Streichhölzer. Oh, Mann. Lass es blitzen. Kein Bock auf den Hund. Okay, das kriegen wir hin. Hier können wir, glaube ich, gar nicht mehr erwischt werden. Was soll ich denn jetzt tun? Phil Boiler. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. In seinen Leitungen ist jetzt Benzin drin. Das ist krank. Und aus seiner Dusche kommt jetzt Öl raus. Hier kann ich ihn killen. Ist ihm das nicht aufgefallen, dass da Benzin rauskommt? Verdammt. Tape 5. Cabin Fieber. Erinnert mich an diesen Horrorfilm, Cabin in the Woods, wenn man das Horrorfilm nennen kann. Geh raus hier! Okay, er hat eine Knarre. Natürlich gehe ich raus, verdammt. Ich bringe mich doch nicht selbst um. Oh, er steht die ganze Zeit da an der Tür mit seiner... Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Yo! Kann ich hier nicht zurücklaufen? Oh, ich Idiot? Ich bin so ein Idiot. Wie weit kann ich zurücklaufen? Farbe. Vielleicht können wir das Fenster schwarz streichen und der Typ kann uns nicht mehr sehen, weil wir... Nicht, weil wir schwarz sind, sondern weil wir ein Killer-Clown sind. Verdammt, ich weiß, was ihr gedacht habt. Okay, wie mache ich das am besten? Langsam. Smiley. Woo. Color Window. Natürlich fällt ihm das nicht auf. War ein überdimensionaler Vogel, der draufgeschissen hat. Oh, ich habe eine Kettensäge. Ich weiß immer noch nicht, was das bringen soll, weil... Verdammt, er hat eine Knarre. Was soll ich jetzt tun? Rein kann ich ja nicht einfach so. Ich laufe zurück. Oh, das Wasser. Hide, ich kann mich hier verstecken. Wie? Okay. Oh. Du läufst wirklich raus wegen der Flasche? Kein Wunder, dass du dann stirbst. Oh nein. Ekelhaft. Sehr ekelhaft. Ey. Happy Hills weiß. Bin der beste Killer, ich weiß. Oh, das ist das nächste Level? Wir müssen Beweise finden. Wir sind ein Cop. Guten Morgen, Bryant. Das hier ist dreckig. Okay, wie dreckig ist es? Soll ich reingehen? War das unser erster Mord? Okay, ich finde Beweise dafür. So ist hineingekommen. Ja, durchs... Wow, das war ich nicht. Also die Hälfte davon. Das nehme ich mal. Und haben wir noch einen Hinweis? Das war das Messer. Und das Messer kam ja eigentlich aus der Küche. Oh, hier ist der nächste Beweis. Sehr schön. Und jetzt muss ich ein Foto vom Opfer machen. Ich kann kein Selfie machen. Okay, da ist das Bild. Da ist 16 Stichwunden. Ja. Mörder. Tape 6. 9-Inch Nails. Wir laufen mal in beide Richtungen. Wir gucken uns erstmal alles an. Okay, oh, verdammt, 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 verdammt. Das Licht sieht nicht gut aus. Hier kannst du mich nicht sehen. Perfekt. Okay, lauf. Schnell, Smiley. Oh, hier ist noch mehr Licht. Lass das Licht hier vorbeiziehen. Ziehen beide Lichter an mir vorbei? Das wäre der Wahnsinn. Wahnsinn, dankeschön. Happy Hills Cargo. Tür ist abgeschlossen. Da muss ich doch hier auch ein Schlüssel... Oh, da ist eine Brechstange. Sowas nennen wir Schlüssel bei uns. So, boom, da habe ich sie. Und lass uns laufen, hier ist eh dunkel. Und auf, das war ganz schön leise. Was bringt das Licht da oben? Ich meine, passiert irgendwas, wenn wir da reinlaufen? Im Endeffekt ist es doch auch nur eine Lampe wie... Oh, da ist ein Wert, aber der pennt. Der pennt eh. Alarm ausmachen, so. Kann ich deinen Burger noch fressen? Weil der sieht auch lecker aus. Oh, das Licht war eine Alarmanlage. Ich habe Angst, dass er die einfach wieder anmacht. Eine Nagelpistole. Soll ich den Security mal... Ich will den nicht töten.
der hat mir doch gar nichts Böses getan. Weißt du was? Okay, okay, okay. Sein Gesicht ist matsch. Verdammt. Tape 7. Lass die Seife nicht fallen, okay? Das hat sich... Entschuldigung, was tun Sie hier? Das sollte doch leer sein. Oh, da... Du Schwein! Was tust du da? Da ist Feueralarm. Mein Freund, ich habe jetzt leider noch keine Seife. Aber in deiner Gegenwart würde ich sie echt freiwillig fallen lassen. Durchtrainierter Rücken, schöne knackige weiße Arschbacken. Okay, lass uns die andere Richtung laufen. Kann ich so tun, als wäre ich einer vom Team? Fuck off, keine Maskottchen. Ich bin kein Maskottchen. Ich bin der Typ, der dich umbringt wahrscheinlich. Aber wir lassen es gut sein. Wir lassen es gut sein, nicht wahr? Dann... Oh, ich ziehe mich an. Ich bin kein Maskottchen mehr. Ich bin jetzt ein Spieler. Du kennst mich zwar nicht, aber was geht ab, Bro? Popoklatscher. Perfekt. Ist hier noch irgendjemand? Oh, ich habe die Seife genommen. Alter, die letzte Toilette ist ja vollgeschissen. Das sehe ich bis hier. Ekelhaft. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. La, 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 la. Seife. Oh, da wird sie fallen gelassen. Und ich setze mich... Oh, ich sollte die da hinschubsen, die Bank. Und Feueralarm. Lauf nackt. Alter, das war schon fast wieder ein lustiger... Oh, er lebt noch. Oh, verdammt. Lebst du immer noch? Oh. Oh, schnell. Komm schon. Kämpf gegen an. Sehr schön. Okay, jetzt ist er tot. Nice. Das war ganz schön knapp, um ehrlich zu sein. Tape 8. Relax dich. Also entspann dich. Okay, druck deinen Kack fertig. Perfekt. Ich verstecke mich besser. Ich habe Angst. Okay, wir haben es geschafft, wir sind vorbei. Und da ist eine Axt. Oh, die sieht gut aus. Fängt er wieder an, Sachen zu drucken, weil dann braucht er ein bisschen. Okay, ich verstecke mich hier. Ich kann ihn fertig machen, oder? Es tut mir leid. Kill ihn! Wieso kill ich ihn nicht? Kann ich nicht? Ich meine, was soll er jetzt tun, wenn wir mit der Axt auf ihn zulaufen? Er kann doch noch gar nichts tun. Okay. So, verstecken wir uns hier. Er nimmt neue. So, mein Freund, druck ruhig. Bam! 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 Das Blut wird gedruckt, Mann! War das anstrengend. Tape 9. Nummer 1 Fan. Dun, 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 dun. Wer ist mein Nummer 1 Fan? Oh, das sieht aus wie ein... Du bist zu spät. Geh zur Arbeit. Oh, die wissen gar nicht, dass ich ein Mörder bin. Die denken, ich gehöre zum Gruselhaus dazu. Okay, das ist doch gut. Dann bin ich perfekt getarnt, oder? Oh, ich kann den Track stoppen. Was soll das denn bringen? Ich habe keine Waffe. Oh, es geht nach oben. Ich habe einen Schraubenzieher. Schön. Oh. Habe ich sie getroffen? Ich gehe mal davon aus, dass ich sie nicht getroffen habe, oder? Oh. Jetzt, das war's. Die kriegen die Gürtel nicht auf. Ja, das ist ganz schlecht vor... Oh, das Ding ist kaputt gegangen. Ich soll es erstmal reparieren. Ja, dann gib mir mal kurz einen Moment. Sonst funktioniert dieser Kill nicht mehr. Ja, ich repariere das ganz kurz. So. So. Und so. Ey, ich möchte unten zugucken. Wartet mal ganz kurz, bitte. Wartet kurz. Und weiter geht's. Nice! Tape Nummer 10. Ich schätze mal das letzte. Lichter aus. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Peak Window. Er wird von uns kommen. Ich bin mir sicher. Lass uns ihn umbringen. Oh, die wollen mich töten? Es ist euer Ernst? Mich? Erstmal geht das Licht aus, yo. Ihr seht nichts mehr. Ihr bekommt Angst, oder? Das ist gut. Oh, das Fenster ist offen. Aber ich gehe da noch nicht rein. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Die Tür ist doch abgeschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Okay, dann ist es doch der richtige Weg. Ich bin drinne. Wo seid ihr? Ah, wo ist der Schlüssel? Wo bist du? Oh mein Gott, okay, da steht einer mit der Knarre. Das ist nicht sicher. Und wo ist der andere? Oh, Alter, ich habe ein Schild gemacht. Aber wo ist der andere? Wieso wird der eine so im Stich gelassen? Ey, Bro, du wirst dich selber... Okay, du hast dich selbst erschossen. Und ich habe den Schlüssel. Oh nein, ich gehe zurück. Ekelhaft, ekelhaft. Lass mich die Leiter nehmen. So, haben wir.
rein hier. Und hochgehen. Was geht ab? Okay, ich merke schon, wir sind falsch hier. Es sieht nicht so aus, als ob das der richtige Weg wäre für die Leiter. Gibt es einen anderen Ort, wo wir die platzieren können? Oh, doch, gibt es. Nice. Nice. Hoch hier. Was haben wir hier? Oh, eine Machete. Oh mein Gott, ich weiß ganz genau, wohin das hinausläuft. Und lass mich raus. Und hoch. Let's go. Es tut mir leid, Bro. Guck durch die Wand durch. Ich meine, du hättest auch locker in die andere Seite schießen können. Aber wenn du nicht willst, kann ich auch nichts dafür. Happy Hills Wise. Oh, jetzt sind wir wieder der Detektiv und müssen das zweite Verbrechen aufklären. Beziehungsweise die Beweise sichern. Inspekt, okay, das haben wir. Okay. Ein Foto vom Opfer machen. Lebendig verbrannt. Ekelhaft. Aber was soll man tun? Danke fürs Spielen. Mehr Level und Content kommt. Ich mag so welche Spiele. So nice. Ich bin gespannt auf Updates. Wenn ihr wollt, spielt es gerne selber mal. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Video da. Ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.